Arbeit sehr hilfreich. Mille grazie, Thomas Heimer. Schön, dass wir uns endlich mal kennenlernen, persönlich. Ich wusste gar nicht im Webinar-Moment, dass ich hier ganz oft Gast bin mit meiner Familie. Frau Proto macht die Trattoria Toscana. Also ich fand es toll damals, ich kann mich richtig gut erinnern, waren Sie einer der Ersten, der gesagt hat, ich nehme mich der Aufgabe an und schaue mal, wie ich Unternehmern in Berlin helfen kann. Da habe ich noch wirklich erzählt, Mensch, einer wäre, der das jetzt in die Hand nimmt und der mal wirklich am Anfang gleich versucht zu helfen. Und haben so ein Webinar zusammengestellt, wenn ich mich recht entsinne, war es März, April. Mhm. Ich glaube März, es war... Die ersten waren im März. Da weiß ich noch, ich habe noch nicht alle Antworten. Wenn Sie was haben, stellen Sie mir die Frage, schicken Sie eine E-Mail, da haben Sie auch gleich drauf geantwortet und konnten dann sagen, wie wird, das hieß ja damals nicht Überbrückungshilfe, sondern erstmal sofort Hilfe, genau. Dass man erstmal eine ganz schnelle Hilfe irgendwie hat. Und das war richtig gut. Also die kam auch tatsächlich schnell und die hat auch geholfen. Naja, gerade bei Corona kam es ja auch Tempo an. Da waren ja so viele Instrumente, ne? Kurzarbeitergeld, Soforthilfe, Steuerrückzahlung und alle funktionierten nach anderen Regeln. Bei allen musste man sich bei anderen Behörden melden. Also war schon unübersichtlich. Ja. Und ehrlich gesagt, mir hat das auch geholfen. Das ist mir dann auch erst klar geworden. Über diese Webinare habe ich so viele Fälle sehr schnell kennengelernt. Und wenn wir dann im Bundestag über diese Gesetze diskutiert haben und den weiteren Ausbau, hatte ich sozusagen immer Fälle vor dem Kopf und zwar nicht so theoretisch. Und habe das dann auch, ehrlich gesagt, eingebracht. Insofern hat es sozusagen in zwei Richtungen seinen Vorteil gemacht. Und ich habe mich über Ihre Reaktion sehr gefreut. Ja, die kam auch von Herzen. Die war ehrlich gemeint.